Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Voodoorama Teil 2. Das Team jetzt McCoy, Kupi und Isabelle, das neueste Mitglied in unserer Gang. Wir wollen jetzt Hector befreien, dann noch Miss O'Hara. Ja, guck mal, Hector ist hier oben. Und dann auf nach New Orleans. Hier sind viele Leute, ich würde sagen, über die sind uns erstmal egal. Wir wollen über die Brücke. Ja, obenrum, ne? Genau, er guckt, wir haben ja jetzt wieder Keulchen. Ja, ich würde mal sagen, ne? Ich habe da oben gerade auch schon wieder Munition gesehen, durchaus einfach mal ein bisschen was wegballern. Keine Einwände. Genau, weil jemand wäre erstmal Koffer. Und wie endet man so in einem Loch, Mr. McCoy? Dr. McCoy. Aha. Und dann schießen wir einfach? Das beantwortet aber noch nicht meine Frage. Ja, kannst auch Messer werfen. Aber der wird genau nicht gesehen, der Koffer, glaube ich. Was zum Teufel hast du in dem Beutel? Wenn du sie jetzt hier umdrehst, meinst du? Ja. Und da an der Brücke sieht er nicht, wo der Koffer liegt? Ja. Kannst du mich jetzt nicht killen. Wie die Motte zum Licht. Tja. Das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, aber wollten wir das nicht so machen? Nein. Also ja, es war mal ein Plan. Aber ja. Na, ich würde sagen, du schickst da einen jetzt mal da die Kletterranke hoch und machst es gleichzeitig. Ah, guck mal, perfekt. Dafür hast du ja schon Leute. Und perfekt. Ins Gesicht. Das wird. So kann man es auch mal machen. Ja, hat funktioniert. Guck mal, McCoy hat da oben sogar noch mehr Muni jetzt. Ja, der schießt auch gleich ein paar. Ja, einfach mal. Erstmal holt er sich aber seinen Kerzenkoffer zurück. Aus dem Sinn. Obwohl man da ein bisschen aufpassen. Warte mal, der. Sieht ihn nicht. Der. Sieht ihn. Vielleicht. Aber meinst du nicht, dann kann den einfach. Ne, er sieht ihn genau nicht. Ja. Dann kann man ihn aber von vorne abwerfen auch. Aber er sieht relativ weit über die Brücke, das kann bitte. Ach, einfach. Wir holen uns erstmal einen Koffer. Das geht ja eigentlich. Warum folgen Sie mir immer noch? Ist das eine rhetorische Frage? Hören Sie, falls Sie eine Art Belohnung erwarten, dann muss ich Sie enttäuschen. Ha, so ist das also. Ich würde ja mal den Kopf schießen. Keine Sorge, Schätzchen. Ja? Alles ja, was ist so viel Munition? Oh, verdammte Kopfschmerzen. Mal hier rechts ist sogar noch neuer. Warte Nacht? Ich kann dir etwas Jimson geben, um den Schmerz zu lindern. Oh, Teufelskraut? Lieber nicht. Wow, Schätzchen. Du hast mir gar nicht gesagt, dass du so gut schießen kannst. Ich bevorzuge es, das zu demonstrieren. Ja, das ist auch ein Pärchen, ne? Das nehme ich. Die flirten auf so eine seltsame Art und Weise. Ja, ich glaube, das können die nicht anders. So. Guck mal, da gibt es sogar Shotgun-Munition für... So, also, er sieht hier nicht hin. Er sieht relativ den ganzen Platz, den müssen wir so auf jeden Fall wegräumen, damit wir alles freimachen können. Das heißt aber, wir müssten hier hoch. Weil, ne? Oder zumindest nah genug ran, um ihn zu erschießen. Aber ich kann schon ja von hier erschießen, ne? Weil ich frage, ob der gesehen wird. Auf jeden Fall, der läuft immerhin. Hier ist noch der einer. Der sieht. Der, okay. Leo, see no evil lonely. Und die sehen ihn auch. So eine Part. Also müssen wir die erstmal wegräumen. Hier. Unten rum, ne? Gut. Sicher, dass du keinen Jimson willst, Schätzchen? Wollen Sie mich vergiften, Miss Isabelle? Dafür können wir da schön. Eine läuft extrem nah an die Klippe ran, auf den kannst du einfach runter. Ich weiß, wie man den aufbaut. Oder ihn erschießt. Hier da rechts. Aber ich bist du auf jeden Fall ein Schuss lauter. Aber guck mal, da musst du nur runterspringen. Mit mehr Feuer, damit hier. Oder du ballerst in den Stein. Ich vergesse mal, wie abwählen geht. Ich hab so ein Gefühl. Du bist auch nicht besser. Oh doch. Nee. Das dauert doch Ewigkeiten, ey, darüber rennen. Ja, du machst halt auch einfach nichts. Ja, aber du lässt mich auch nicht machen. Moment mal. Ich will das so machen, wie ich will. Schade, ja, da ist Hector. Die haben ihn erwischt. In diesem Käfig macht er einen. Aber den kriegst du nicht alleine, Leute. Wir müssen ihm helfen. Du musst wahrscheinlich den Bötchenbauer mal gucken und den da oben mal angucken. Na. Wieso mache ich das dann überhaupt? Ich wollte hier rüber schneien, aber es ist doch total Bullshit. Ich wollte. Ich mache das jetzt drei so, wie Leute. Ich will. Ich mache das jetzt so, wie ich will. Ja, wieso höre ich überhaupt auf dich? Ja, nee, ich will ja. Macht überhaupt keinen Sinn so. Mein Punkt war ja. Ja, kann ich schwimmen, stimmt. Du spielst halt gerade mit einer Person, du hast aber drei. Ja, aber. Der kann nicht schwimmen. Ich wollte einen Doppelkill machen. Alle hier auf einmal killen. Das hat ein und du meintest, guck mal, du kannst den easy alleine da drüben pflücken. Kann ich überhaupt nicht. Alleine, mach einfach. Ja, ich. War keine qualifizierte Hilfe. Wie oft drücken wir jetzt noch ins Wasser? Ja, der McCoy kann nicht schwimmen. Ja, ich weiß. Ging das nicht. Sie kann auch schwimmen. So, sie kommt auch mit. Crazy. Genau, sag ich doch. Sag ich doch. Wir schütten die jetzt alle drei auf einmal. Okay. Das können wir schließlich. Okay.
Notfalls kann hier immer noch ein, hier der McCoy, der kann ja auch... Hat er einen Arzt gerufen? Ja, genau, mein kann auch Gedanke. Notfalls einen noch erschießen. So. Ich würde jetzt alle erschießen. Nee. Lass den mal leer kommen. Warte, kommt mal alle näher. Jetzt steht ja hier irgendwann alle relativ nah zusammen. Dann machen wir hier ein Double, Fünffach, Trouble, Zack. So. Und jetzt? So, so. Die werden weit kommt sie? Sie kann nicht weit genug. Kommt sie von hier weit genug? Nee. Keks. Schade. Ja, da hast du oben auch noch Pflänzchen, ne? Dann kannst du sie dir holen. Ja. Aber. Ich fahre ein paar Pflanzen weiter. Ja, ich weiß. Jetzt wird's interessant. Ja. Bitte tun, seht das nicht. Zack. So. Die werden nichts spüren. Oh, nur ein bisschen Blut. Ach, ich sehe den nicht. Muss ich den leider nehmen? Dann erschießen wir ja mit McCoy. Ich bin ganz Ohr. Hände ruhig. Das kostet aber. Aber das darf ich nicht. Warte, warte, das war dumm. Ich darf das nicht gleichzeitig machen, weil er schießt den und das bringt die ja noch nicht um. Stopp, weg damit. Das muss ich manuell mit. Weg damit! So. Kupi wirft. Obwohl, das geht doch. Braucht etwas Schliff. Meinst du, es ist schnell genug, dass sie. Ach nee, sie kann ja nur einen. Das ging nicht. 16 Schuss und 2. Nee, das ist Bullshit. Wir haben davon gelernt, sie kann nicht beide. Ja, aber er schießt doch einfach alle drei. Doppel Cooper, einmal McCoy. Und dann gleichzeitig ausführen. Aber es ist seltsam, dass man das nicht kann. In dem Status, ne? Ja, die verbinden. Das ist nicht gleichzeitig beide anwesend. Ja, aber das hat zwei Aktionen hintereinander sind, ne? Ja. Das lässt er quasi nicht zu. Laut. McCoy? Meine Spezialität. Nur mal gucken, ob die oben das sehen können. Ja, mach ich jetzt auch. Ich glaube aber nicht. Nö. Nein, voll voll. Ausführen! Wieder einer weniger. Ah, das gute Blei. Das macht Spaß, so. Die werden da ja eh nicht gesehen, können wir das rufen lassen. Jetzt haben wir die schon mal auf hier oben. Und die 5. Feine Sache. Der muss halt oben rüber. Und wo ist der Haken? Über die Brücke, das heißt, er kann das schon. Dachte ich mir schon. Kann sich hier mal noch mal. Mhm. Aufstehen, bitte. Er läuft sogar, weil er so seinen Hut festhält. Ja. Also. Na gut. Positionieren wir da Stunden schon. Also. Ja, guck mal, er kann die ganze Zeit vor, dass es im Busch geht. Ja, so machen wir auch. Verstanden. Code mit Longcode, ich glaube, das ist kein Problem. Ein bisschen. Okay, aber da ist das mit Käufigkeit. Victor, hab mir schon gedacht, dass er nicht weit kommt. F5. War verdammt knapp vorhin. F5. Mhm, Spaß. So, jetzt gucken wir mal hier. Also, hier kommt so eine blöde Party, die nervt natürlich tierisch. Ja. Weil ich werde nicht genug, ich kann wahrscheinlich... Den Schützen kriegst du, glaube ich, ja, aus dem Busch da. Aus dem Busch, aber dann kommen die gerade. Ja, die Frage ist, was sieht der da ganz oben? Was für eine Rade hat der? Sieht der den Typen, wenn du den im Gebüsch... Nö, überhaupt nicht. Das heißt, also du kannst den einzelnen... Auf die aufpassen. Ja, oder alle drei gleichzeitig. Ja. Aus dem Gebüsch raus mit ihr und mit ihm. Ja, aber dafür müssen erstmal... Kein Problem. Ich glaube... Was geht's? Was geht's gerade nicht, weil er guckt. Oma... Noch sind wir nicht raus. Ah ja. Warum ist ein Ausguck? Und an diesen Blicken kommt kein Boot vorbei. Wayne hatte recht. Wir sind gleichzeitig. Wollte ich machen, aber da. Ich wusste, dass Wayne? Die kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, den Namen schon einmal gehört zu haben. Streng dein Kopf hier nicht zu sehr an, Schätzchen. So, die Frage ist, zerbricht es dir noch? Ich werde es schon noch herausfinden. Ich mach mal ganz kurz so, weil dann bleibt es kurz so und ich kann nachdenken. Ja. Also, schießen werden die beiden hören. Oh, nicht zwangsläufig. Ich glaube, wir bilden uns ein, dass Schießen ultra laut ist, aber dadurch, dass, glaube ich, der Schussradius geht ja von Cooper aus. Ist deswegen relativ nah. Der Radius geht vom Schuss geht nicht bis zu dem Typen hin. Mal gucken. Machen wir krass. Ach so. Ah, doch, krass. Okay, knapp drin. Na gut, du machst halt, verbindest die zwei Schützen mit Voodoo und den. Und messerst du die und den dritten holst du dir halt so. Ja. Genau, ich hol mir den zuerst. Ja, oder so. Schon der dritte Hinterhalt diesen Monat. Weil jetzt. Verbinden kann ich ja jetzt nicht. Dann wollen wir, das Messer reicht. Easy. Und los. So, dann machen wir Voodoo-Action. Verbinden wir die beiden, werfen das Messer. Und dann kann man hier auch den Poncho-Träger und den oben den Poncho-Träger einfach doppelt. Parallel. Okay. Ja.
Dann ist Hector ja quasi. So, jetzt verbinden wir die. Like a bird. Mein kleiner Zwei. Und dann Kuba. Ich kann Sklaven tragen. Braucht etwas Schliff. Es. Sie macht eine Blutvergießung. Und ich nehme es. Ja. Ist schwer. Ich bin unterwegs. Das ist easy. So, die Tanken einfach weg. Keine Ahnung. Weil ich noch nicht geguckt habe, ob da noch jemand ist. Ja, ich finde, man kann auch einfach mal dreist spielen und ja, ich hab doch neu laden. Ganz viel liegen lassen. Ja, aber es nervt, wenn es ganz spät passiert im Spiel und du dann deswegen. Aber passiert, das darf eigentlich nicht passieren. Aber das hatte ich bei Shadow Tactics oft. Wenn die anfangen zu suchen, weil sie dich ja, nur. Gut, dann sehen sie manchmal ja, das, dann ist Alarm und dann hasse ich das. Das hat mich immer so aufgeregt. Ja, aber jetzt ist ja nur die Frage, wird der oben noch gesehen? Den ganzen Tag machen. Nö, aber der sieht. Und der sieht den. Den. Aber. Aber der sieht den oben nicht, zumindest. Ja. Ah, man kommt an den oben gar nicht ran. Ich dachte, man könnte hinten durch die Steine, aber da kommst du hinten über die Leiter. Ja, aber kannst ein Messer auf den werfen. Von oben. Von oben. Okay. Oder von unten, genau. Das ist auf jeden Fall. Augen aufs Gleich fliegen die zu. So, dein Messer weg. Ja. Stimmt, und ich komm da ja jetzt nicht ran, ne? Das ist so doppelt. Na, ich. Boah, nee, wenn du Leitern kletterst. Das wird man gesehen, glaube ich. Ja. Tja. Ja, aber es könnte reichen. Guck mal, kannst da. Warten wir mal. Einfach kacken dreist, oder? Mal gucken, ich weiß ja mal nicht, was. Das brauche. Wieder ja. Geschäft. So, jetzt haben wir zwei Ponchos, ne? Mhm. Die sich gegenseitig abdecken. Ja, ja. Und das. Und den Longcoat, der hier läuft. Und der Longcoat, das heißt, die Leiche da kann auch nicht einfach liegen bleiben. Nee. Aber da sind ja Büsche. Hier ist einer, hier ist nur einer. Ja, gut, oder die. Guck gleich mal, ob der läuft, ganz kurz. Wir spulen mal kurz. Ja. Nö. Der bleibt da. Die gucken auch nicht. Ja. Okay. Ich würde mal sagen, eine doppelte Aktion, sobald der Longcoat weggeht, ne? Ja. Die einfach von hinten messern und dann muss entweder McCoy. Kein Problem. McCoy muss dann schießen. Genau. Wir müssen einfach mal gucken. Ja. Mitten durch die Hölle. Durch die Hölle, jetzt reicht's aber, McCoy. So. Verstanden. McCoy. Ich bin schon wieder so ein anstrengender Beifahrer, merke ich, ne? Hm? Ich bin schon wieder so ein anstrengender Beifahrer. Das Boot ist hin, so viel steht fest. Lehn mich mal ein bisschen zurück, weißt du, ich mach nochmal. Okay. Ich hol mal die Schokodrops aus dem Beifahrerfach raus. So. Und biete meiner Fahrerin etwas an. Schoki? Sehr gerne. Okay. Oh Gott, fuck, jetzt muss ich dir wirklich was geben, ne? Ich bin ganz scheiße. Oh nein, es wird jetzt laut. Zack. Tut gar nicht weh. Schoki? Darfst du auch den Radiosender dafür aussuchen? Auf geht's. Ja. Oh. Schoko Drop. Schokobons. Der Kern. Wollen wir dann So, McCoy. Unterwegs. Was da stecken Leute in Käfen? Nimm den mal mit. Okay. Das war irgendwie. Brauchen wir eigentlich einen Schlüssel? Weiß ich nicht. Oder können wir den einfach aber so offen machen? Ich habe nirgends von Schlüssel gesehen. Sie hat den Schlüssel mitgenommen. Ah ja, vom Anfang, vielleicht geht der für alle Kisten. Wahrscheinlich, ja. Meins. So, jetzt schießen wir auf den. Klare Sache. Und zwar zweimal. McCoy. Sieht wie ein harter Brocken aus. Ja, McCoy schießt aber auch auf den, oder? So, jetzt einfach. Also, mach. Ich bin besser. Ich will ein besserer Beifahrer sein. Hat wer einen Arzt gerufen? Sonst brauchen wir. Obwohl, stimmt, wir können auch einfach schießen. Ransprinten. Wer hat Lust zu sterben? Nein, das passt nicht. Die Kugel ist für dich. Sagen wir ganz kurz mal geh. Geh? GWG. Gleich geht's rund. Okay, wollen wir wissen, ob es die gleichen Radius hat. Okay. Und wo ist der Haken? Das ist genau mein Gedanke. Vorsicht hier raus, ja? Nicht so nice. Laut, du Idiot. Ach, Entschuldigung. Du kannst das Schloss knacken, so, oder? Ach, klar, ich mit Kohl knapfen kann. Ja. Hey, McCoy, mein Lieber. So. Louisiana.
Ja, wo ist die Dame da? Ich kümmere mich drum. So viel zur Bootsfahrt nach New Orleans. Okay, zwei. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Ah, das riecht nach Ärger. Und es wird noch... Nicht da lang. Jetzt kümmern wir uns drum. Oh. Unterwegs. Ich sehe Fragezeichen. Ja, er hier. Boah, er sieht ja nicht, dass das Schloss offen ist. Nee, aber ihr könnt jetzt auch warten. Hat er nicht die Axt, oder? Noch nee. Sind wir nicht raus. Da? Hector? Nee, ich wollte doppelt schießen. Machen wir gar nicht gesehen? Okay. Von wem? Los geht's. Nee, ich war so weit vorne. Wir haben es halt noch nicht gecheckt, deshalb frage ich. Ich probiere das jetzt aus, wir haben vorher gespeichert. Gut. Oh, ich schieß nicht, okay. Das kostet. Oh. Scheiße. Ah, geht nicht. Eine Spritze. Nein! Hallo, lauf! Ah! Schlechter Tag. Ich hab 5-mal A gedrückt vorher. Nee, es ist wieder gelöscht dadurch. Nein, aber er ist ja auch nicht hingerannt. Was soll denn das? Du hast alles zu oft gedrückt und dann ist es. Nein, aber er ist dann plötzlich. Nein, aber das ist immer. Ach, das ist echt immer ein. Ja, es passiert, wenn man die Sachen mehrfach drückt, dann spielt man das. Ja, aber er fängt immer an zu schleichen einfach zwischendurch. Das ist so. Es bringt nichts. Wieso? Es hat nicht funktioniert. Doch, hast du gerade gesehen. Ich war nur zu lahm, um ihn zu erstechen. Ja, aber ein Schuss reicht ja. Du hast gerade zwei Schüsse auf ihn gesetzt, aber du brauchst nur einen Schuss, um ihn zu betäuben. Mit zwei Schüssen kriegst du ihn nicht betäubt. Es sei denn, du musst jetzt einmal schießen, um ihn zu betäuben und dann noch einmal schießen, um ihn zu killen. Aber ich glaube nicht. Verdammt. Ich glaube, du musst. Das wirkt sehr schnell. So, und dann schleicht er plötzlich. Ja, okay, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Das verstehe ich nicht, weil er ist doch im Stehen. Ja, akzeptiert. Und das ist mir eben auch passiert und deswegen hat sich dich auf den Weg. Scheiß. So, zusammen. Du kannst dir hier nochmal Muni holen. Hector denkt jetzt auch, Leute. Die bleiben erstmal hier. Habt ihr mich vergessen? So, Hector, du bist ja schon aufgeschlossen, oder? Komm schon. Ach nee, ach, das ist gut. Was? Der war zu lahm beim Aufschließen. So, lass ihn unterwegs. Nicht stehen bleiben. Aber perfekt, weil jetzt ist er da hinweg. Ja, ist voll gut. Diese Käfige erinnern mich übrigens krass an so Telefons. Das britische. Nur weil die rot sind? Ja. Das ist so kleine Hütchen. Hector! Oh, danke. Verdammt, ich hasse Käfige. Wie du meinst. Aber sprich besser mit mir. Hey, Großer. Dachte ich mir doch, dass ich jemand Neues gerochen habe. Ich heiße Hector. Isabel Moreau. Hast du auch einen Nachnamen? Mich nennen alle nur Hector. Jetzt lass uns gehen. Ja, andere brauchen noch unsere Hilfe. Die Dame in Nöten. Ah, hier sind die Schüsse. Ah. Okay, aber das ist ja easy. Wir können. Man kann es so quasi ohne McCoy machen. Und McCoy quasi als letztes, bestimmt garantiert ein Achievement, McCoy als letztes rauszuholen. Ja. Wir können hier oben rum erstmal die beiden killen, dann können wir den killen, dann können wir den killen. Und das wird ganz einfach. Alle killen! Und los! Es gab vor Hector noch unten Shotgun-Muni. Ich glaube nicht, dass du sie brauchst, ob die war. Das ist aufgefallen. Auf der anderen Seite. Ganz unten. Niemand steckt Hector in einen Käfig. Alles klar. So, und McCoy. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Ach doch, hier. Unterwegs. Die Lady hat hier auch was zu machen. Das ist eigentlich verdächtig, dass man da nochmal hin muss. Bianca schwimmt nicht gern. Was meinst du? Machen wir. Dass es hier Munition für die Lady gibt? Ja. Ist seltsam, weil die ist so aufgebaut, dass man als letztes eigentlich dahin kommt. Ich glaube, du hast garantiert noch eine Fluchtsequenz. Ja, deswegen meinte ich, das ist verdächtig, dass man da nochmal hin muss. Mit französischen Namen kenne ich mich nicht so aus. Und aus einem Käfig. Haben uns das Boot zerlegt. Oh, bin zu allem bereit. Beeilen wir uns. Das geht nicht weit. Nur ein bisschen mehr. Bianca will Rache. Bianca will Rache. Oh, da links steht noch einer. Ah ja. Sehr gut gesehen. Da machen wir ja einen Dreifach-Kill. Noch würde ich mir keine Sorgen. Das geht ja easy. Wir haben ja so viele Schützen. Dann wollen wir mal. Nein, McCoy! Was tut es denn? Ich hab nicht runtergeklickt. Ich habe definitiv nicht da runtergeklickt. Aber so ist ein besserer Winkel tatsächlich, so gefällt es mir auch besser. Ich habe hier hingeklickt und dann ist er einfach runtergelaufen. Mal der Pferdejunge, der macht auch nichts anderes, ne? Nee, er hat wollen wir dann? Weil ich meine, ich weiß nicht, ob er den kriegt hat, weißt du?
Was willst du mit... Du willst alle abballern? Alle erballern? Einfach abballern, aber ich weiß nicht, ob das ein toter Winkel ist. Hände ruhig. Ja. Kurz überlegen, was ich stattdessen mache. Was sieht denn der ganz rechts? Suchen die immer noch? Der da? Wir reden von den dreien, genau. Okay, der guckt da hin. Die Schützin ist zwischendurch beschäftigt. Was sieht jetzt da ganz links noch? Dann wirft doch hier direkt vor die Treppe für die Leiter einen Koffer. Na und dann? Killt sie den schon um. Aber sie sieht ihn doch. Ja, sobald sie weggeht an die Pferde. Und dann springst du runter und killst die anderen beiden mit einem Messer oder Pistole. Gut. Ja, einfach. Nein. Er kann da keinen Koffer hinlegen, weil... Warum? Ich kann ja nicht werfen. Er wollte da schon wieder da runterklettern Was? Sofort. Was? McCoy? Warte mal. Halten wir uns... Speichern wir nochmal. Mein ja, Save Point davor 2 Millisekunden hat. Aber jetzt noch nicht. Ja, ich weiß. Aber wie weit kannst du das? Ich fürchte, das könnte noch nicht weiter halten. Geht's aber nicht, weil dann wollte er runterklettern. Ja, guck doch mal, wie der Typ guckt. Absurd. Nee, genau nicht. Oh, da vielleicht? Auf diesem Fitzelchen da weiter. Oh, ja, da. Das. Ja, da musst du aber erst weg. Ja. Und dann runterjumpen mit der Bande und einfach erschießen. Ja. Jetzt. Genau wie alle. Und schon sind wir nicht raus. Ja, ist doch schon. Glaube ich auch, aber wir machen einfach sonst ganz easy. Kurz und schmerzlos. Ja. Oh, soll auch, von mir soll sie auch kommen. Was? Ich habe das gedrückt zum Angreifen. Shift. Okay. Aber ich mache. Ja, das ist zu lang. Ja, aber sie kann heilen. Das können wir doppelt killen. Ja, und die würde man auswählen. Kommen jetzt noch zwei, ne? Ja, mal einfach machen wir. Ist ja egal. Einfach mal. Jetzt wird's laut. Wer zum Teufel bist du? Shift. Aber das ist noch alles auf Cooldown. Ja, guck mal, seht ihr. Und du hast noch mehr rangezogen. Okay, so geht es aber nicht. Ich hab da so ein Gefühl. Man kann die doch alle erschießen. Ich bin kurz davor, einfach runter zu springen. Dann können wir mich auf jeden Fall alle zu erschießen. Du kannst das Spiel extrem aggro spielen. Ich habe so ein bisschen Speedruns mal geguckt, kannst du einfach reinrennen, ballern. Ja, aber das macht mir halt keinen Spaß. Ich weiß. Naja, was heißt du? Also es ist jetzt nicht so, dass du das ganze Spiel so durchspielst. Wir machen auch alle gleichzeitig. Ich warte. Nee, die beiden reichen, um alle zu erschießen. Sonst habe ich so viele Leute, die Legende auf den Sack kommen. So. Natürlich kann man nicht einfach reinrennen und machen, aber... So. Ja. So machen wir das jetzt. Ja. Jetzt wird's laut. Okay. Ist auf das so nicht Pferdchen erwischt. Die alte und die neue. Und wollen zwei. Wir dann? Tötet. Ruhig. Feuer frei. Geil. Wie aus dem Nichts. Ist einfach so einfach, wenn man das so macht. Ist ja fast ein bisschen lang lame, finde ich. Ja, aber ich, also. Eine blöde Idee. Ich sag mal so, A hat das Spiel ja noch härtere Schwierigkeiten gerade. Ja, deswegen, wir spielen ja oft normal. Deswegen machen wir das nicht so oft. Nee, so, klar. Weil das ist eigentlich. Das kannst du ja auch nicht überall. Das waren jetzt auch drei Normalos. Den Pennern reiße ich den Arsch auf. Von daher. Alles klar. So, bleib mal kurz da. Gucken jetzt mal, was gibt's denn hier noch? Den kann man, glaube ich, ignorieren. Ja. Dem kann man doch hier bestimmt einen Koffer hinlegen irgendwo. Aber. Hier Ihmchen kommt. Ihmchen guckt auch. Oh, Ihmchen sieht ihn aber nicht. Ihmchen ist in der Menge. Aber nicht ihn. Hier überall nichts. Okay, den, er sieht auch nichts. Wenn du den unten kofferst, sehen dann die Inselboys und Girls den? Oder der erstmal muss ich die beiden gucken. Ja. Der sieht ihn nicht. Auch nicht für eine Spule. Nee. Dann gucken wir den mal an. Deswegen gibt es ja Spulen. So. Nee, der guckt da auch nicht hin. Nein. Und die können auch nicht so weit gucken. Also da, so jetzt kam der wieder, jetzt. Ich darf nur nicht machen, wenn der. Da so auf die Steinchen, ne? Guckt der Turmtyp die Steinchen? Der Turmtyp. Nee, der kann nicht so weit gucken. Nee, also voll da einfach auf die Steinchen, dann hat das, glaube ich, das ist der Winkel. Du musst nur diesen einen Putt im Auge behalten. Ja, das ist der hier. So, und wo ist der Haken? Mitten durch die Hölle. Wo? Das musst du. Ich weiß nicht, ich würde. Ja. Ich dachte, der jumpt da rein, aber er wollte unbedingt durch die anderen durchlatschen. Also, da kommt der Schiff. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Dahin muss der Koffer. Ja, ich glaube, da sieht Inseltyp den. Der Inseltyp den. Ja. Und auf die mittlere, auf den. Da, ja, da wo der Moske, da würde ich ihn genommen. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Ja, kurz da rauslaufen. Verstanden.
Ella, wer will einen Blick riskieren? Das ist, glaube ich, vom Timing jetzt aber fast. Ja. Und schon kommt wer. Aber. Ja. Wir müssen ja nur umfangen erstmal. War gut. Ja, genau. Tut gar nicht weh. Ah, den vergessen. Okay, den haben wir vergessen. Ich bin kurz davor, die einfach alle Feuer zu töten, ey. Ja, mach ja, halt. Aber er guckt doch gar nicht. Wie hat der den? Ja, manchmal guckt er halt. Ja, er sieht alles. Wenn sie sich umdrehen, hab ich nicht vorhin gedacht, ich hab mir den angeguckt, die haben die ganze Zeit nichts gemacht. So. Ich werde den Kackendreis einfach hier stechen. Hier, aber das sieht den ja gar keiner. Typ den nicht? Nö. Genau da, wo er steht, das sieht ihn niemand außer der. Na dann. Das ist viel einfacher. So. Klare Sache. Ich weiß nicht, wann der läuft. Warte mal. Jetzt kommt der nämlich. Siehst du, jetzt kommt der und danach kommt der. Oder auch nicht. So. Braucht er. Auf geht's. Wieso bin ich immer so kompliziert, wenn es auch so packen, weiß, einfach geht? Ne, Jenny ist halt eine schöne Spielerin. Ja, weil das macht Spaß, finde ich. Also das. Wo andere Leute sind schön Bauer. Schöne Aufbaustrategie. So. Jenny ist eine schön Töterin. Der sieht den hier. Der. Hier ist halt so ein toter Winkel, aber. Ich würde den mir gerne holen. Kannst du wahrscheinlich. Kann man den erschießen einfach? Ah, ne, ist ein Poncho. Nee, oh, kannst du Ponchos ja, nicht. Ja, aber kann man den von hier unten zum Beispiel erschießen? Klar. Könnte ich da hinschwimmen? Mit die Silent-Waffe? McCoy kann nicht schwimmen. Kann ja, McCoy, guck mal, was für ein Range der hat. Halten wir uns ran. Verstanden. Meine Spezialität. Ah, mal tot. Voll das ins Schwarze. Ist ja nicht runterfallen, ne? Ja, das haben sie mit Absicht gemacht. Das ach! Total nerven, ey. Das ist schon ein Problem weniger. Den kann man sich hier rüber holen, aber da ja, sind schön, die beiden Probleme. Schön aus dem Busch, aber da kannst du ja geduckt einfach hin. Ich kann es echt ignorieren, wenn du einfach dich geduckt, guck mal, da über die Ranke bewegst mit Cooper. Ja. Dann in den Busch und den dann wegstichst. Das einzige Ding ist, du musst. Ja, du kannst wahrscheinlich dann echt alle ignorieren, behaupte ich mal. Einfach mit Cooper die Schlüssel holen, ja, dann da hoch. Jetzt auch. Ach, die verdammten Mistkerle haben Kate auch in einen Käfig gesteckt. Ein Kätzchen wie sie gehört nicht in einen Käfig. Miau. Holen wir sie da raus. Sieh sich einer die Ladung an. Das Geschäft läuft diese Woche wohl gut. Scheiße, wird höchste Zeit, dass Wayne etwas dagegen unternimmt. Wobei, sieht er dich mit Ruhe, well, das ja auf jeden Fall. Ein Freund von dir? Ja, glaub ich. Freund? Ha, ja, klar. Aber mit Tempo? Vielleicht stelle ich euch einander vor, wenn wir hier lebend rauskommen. Was? Könntest du bitte eine Schüssel besorgen? Keine Sorge, wir sind dabei. Bin unterwegs. Wieder ein Nein! Schön schwer. Drop it like it's hot. Oh nein. Der Messer bereit? Ja. Siegen. Dann mal ran. Und schießen. Dann machen wir Krach. Nice! Hier ist dein Ticket in die Hand. Sehr gut. Meins. Meins. Ich wollte ihn nicht mitnehmen. Da sind die Reflexe. Meins, ja, das geht ja auch. Ich habe extra schon vorher geguckt, deswegen Cooper ist am besten, weil der kann halt so viel. Ja, wenn. So, Lady, natürlich hol ich dich da raus. Na klar, ein strahlender Ritter. Und bin ich froh, aus diesem Ding raus zu sein. Hier musst du dafür danken. Hey, hübsche Lady. Wo sind meine Manieren? Kate O'Hara, freut mich, Sie kennenzulernen. Isabel Monroe, die Freude ist ganz meinerseits, Darling. Lassen Sie uns unterwegs reden. Ich bin das hier leid. Entkommen. Ja. Also, das ist ja wohl. Und Jenny, jetzt streng dich aber an. Verstanden. Sollen wir? Oh, die können. Aber Katie kann nicht klettern, ne? Kannst du klettern? Ich weiß das nicht, was. Das ist ja barbarisch. Achso, ich hab's beide gerade. Warum habe ich gedacht, hä? Was ist in meinem Kopf eigentlich manchmal kaputt, ey? Schon entschieden? Ha, das wird gut. Und fertig. Nice. Juhu! Ich hab mit Katie leider gar nichts gemacht. In dem Level. Schon gewundert, warum da so viele Pferde stehen. Wir stehen tief in ihrer Schuld. Ah, so kann man das auch sehen. Doc, hast du Streit mit Miss Isabel?
Ja, ich bin nicht so scharf darauf, jemandem etwas zu schulden. Keine Sorge, Schätzchen. Das geht aufs Haus. Und welche Pläne habt ihr jetzt? New Orleans. Tja, ich schätze, dann haben wir dasselbe Ziel. Warum schließen Sie sich uns nicht an? Ich würde mich freuen. Klar, warum nicht? Wie wäre das, Schätzchen? Stört dich meine Gesellschaft? Bleiben Sie nur auf Abstand. McCoy, ey, sie versucht mit dir zu flirten, du Idiot. Ja, das zu alt für den Scheiß. Nicht das Wasser, wo wir flirten, ist Kate oder Hector. Ja. Verbindung nicht benutzen. Ich fand's jetzt am Ende aber so mit 4 Leuten, ne, unterwegs ist, fast schon überfordernd, quasi dann noch wirklich alle Fähigkeiten im Einzelnen, weil dann ist plötzlich so ein riesen Pool an Fähigkeiten. Ich meine auch nicht. Das ist so. Aber man kann bestimmt irgendwann will ich das mal machen, das 5-fach Kill. Irgendwann müssen wir machen, bevor das Let's Play endet. Klar. Einfach 5 Leute auf einmal. Also theoretisch, na gut, da ist, dass du die Shotgun hast. Das nee, ich meinte mit jeder Person meine ich einen. Hm. Nicht. Das, man kann ja noch mehr killen, man kann ja sogar. Du kannst ultra viel. Kannst mit ihm 2 killen, mit ihm mindestens 3. Ja, und dann hängst du noch jemanden dran durch sie und dann haut Katie und sie auch nochmal einen Shotgun durch Hector irgendwie. Bist du schon so deine 6, 7, 8 auf einem Streich wahrscheinlich weg. Das ist so für das Setups. Ja, dann deswegen guckt man sich das dann länger an und sowas, wie geplant ist. Sowieso machen das ja dann. Und nervt nicht so rum wie Josh. Wollen wir das so sagen damit? Nein, ich weiß aber nicht. Aber ich sage das, ich weiß, dass ich ein schlechter Let's-Play-Beifahrer bin und sowas. 26 Kills. 56 von 60 habe ich getötet. Ich hätte mal alle töten sollen. Du wolltest sagen. Ja, aber ich wollte die 2 ja da am Leben lassen und den Typen, den Longcoat in der Hütte. So, in der nächsten Folge geht's nach New Orleans. Dann seht ihr wieder Josh und mal sehen, mit wem Josh dann spielen darf. Boah, vor allen Dingen wird es wahrscheinlich ein Level mit öffentlichen Gebieten, ne? Also, soweit ich New Orleans kenne. Ja. Das wird cool. Dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut die!